Damenrennen steht an mit Sina Frei als Favoritin, aber natürlich auch die Weltranglistenerste Alessandra Keller. Wir haben hier in Engelberg eine wunderschöne Location und vor allen Dingen eine sehr anspruchsvolle Strecke, sowohl technisch wie auch konditionell. Und der, der da auch die Nerven behalten kann, der wird am Ende vorne sein beim Rennen der Damen. Drohne zeigt uns, dass Focchini weiterhin in Führung ist. Keller auf Rang 3, würde ich jetzt mal so sagen. Vier Fahrerinnen jetzt an der Spitze. Ramona Focchini vor Sina Frei, vor Noel Bury und vor Alessandra Keller und dann Noel. Sina Frei sehen wir hier ganz aktiv. Sie versucht jetzt an Focchini vorbeizufahren. Schafft es auch dahinter dann auch gleich im Schlepptau. Alessandra Keller. Erst Sina Frei mit Problemen, dann Alessandra Keller, ein permanenter Positionswechsel. When I talk like this, don't blame me, I know I'm bad with it. Go against a goat, that's bad business. All of y'all are jokes, so sad with it. To me, you're just a ghost, don't get mad with me. Just, it's a my, gotta get already, not selling my. You wanna, y'all moving, ready to go. Die erste Siegerin hier in Engelberg, die heißt Sina Frei. Man sieht es, was da abgeht, es ist unglaublich für eine Premiere. Rang Nummer 3 für Paula, Gorycka aus Polen. Klar ist, dass beim Damenrennen Sina Frei mit den Wurzelpassagen am besten zurechtgekommen ist. Alessandra Keller auf Rang 2, ich glaube, sie war nicht ganz zufrieden. Aber wir werden sehen, wie das dann in Davos aussieht am 9.7.